Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Hogwarts Legacy nach der letzten unwahrscheinlich langen Folge. Will ich mir jetzt nochmal ganz kurz hier das Tiergehege angucken. Denn ich glaube, hier kann man ja auch Sachen aufbauen, habe ich gesehen. Hier sind tatsächlich sogar andere Sachen. Wir hätten Hecken und sowas bekommen. Ich wollte mir das gerne mal anschauen. Tierwesengegenstände, Zuchtgehege. Ach, Tatsache, kann man wirklich züchten. Guckt mal. Nice. Oh, wie cool. Tierwesenfütterer. Da müssen wir die nicht mehr selber füttern. Aber ich finde es eigentlich mit dem Füttern ganz schön. Mal gucken. Und die Tierwesen-Spielzeugkiste kann man hier dann hinbauen. Okay, ja, die haben wir ja schon gesehen. Ah, und hier sind jetzt diese Bänke, die wir da gefunden haben. Kunstvolle Bank, Holzbank, Heckenzaun, Steinmauer, Holzzaun, Holzpalisade, eine Lampe, alte Feuerschale, Hippogreif-Feuerschale und Schlangenfeuerschale. Und hier kommen noch mehr. Ah, hier, Billywick-Stock, das haben wir schon gesehen. Das kriegen wir für irgendeine Herausforderung. Teile des Gebäudes. Was? Hör mal auf. Ein runder Turm aus Stein. Du willst mich verarschen. Kannst du hier so eine richtige Burg hinbauen, oder was? Ruhrsäule, Turmspitze, kurze Säule, Treppe. Ach du Scheiße. Okay, du kannst hier so eine richtige eigene kleine Burg hinbauen oder ein Gebäude halt. Ist ja mega nice. Und was ist das? Bodenoberflächen, Wege dann. Ah ja. Holzplanken zur Bodenabdeckung. Naturstein, antikes Kopfsteinpflaster, Steinfliesen, Kürbisbeet. Ach, ist das cool. Das kann man auch noch groß und klein machen. Ach, ist ja süß. Okay. Dekoratives Gestaltungselement, Kopfsteinpflaster, Spiralen. Boah, es ist mega cool, was man hier alles machen kann in diesem, Raum der Wünsche. Runde Steinplatte, quadratische Steinplatte. Okay, und was ist das? Holzplanken zur Bodenabdeckung. Okay, was soll ich mir da jetzt... Achso, das ist einfach nur... Und dann kann man das noch größer machen, wenn man möchte. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Mega nice. Alles klar. Na gut, wie kommen wir hier wieder raus? Oh, und Florfliegen kann man hier tatsächlich auch sammeln. Gibt es hier noch andere Sachen? Lass mich hier mal ein bisschen rumlaufen. Wie groß ist das überhaupt? Gibt es hier eine Übersichtskarte? Nee. Was ist denn das? Hier ist eine Höhle. Ah, Pilze. Eine Kiste. Hör mal auf. Hier sind Kisten. Oh. Oder war das die einzige Kiste? Oh, jetzt muss ich mich aber hier genauer umsehen. Soll ich aus Versehen das Mondkälbchen angucken? Nicht, dass ich hier wieder aus Versehen meine Kälber angreife. Boah, sogar mit See. Wie cool. Revelio. Wow. Also hier gibt es Truhen oder nur die eine? Ich weiß es nicht. Boah, ist das schön hier. Oh mein Gott. Ist das cool hier? Ich bin echt begeistert. Halt nicht diese Taste. Diese musst du drücken. Oh, es ist so cool hier. Und so riesengroß einfach. Kommen wir hier noch hin? Da oben gibt es noch Eier oder sowas. Oder Pilze, habe ich gerade gesehen. Ja.
ob ich hier irgendwas entdecken kann. Au. Hier fliegen darf ich hier nicht. Okay. Da kann ich auch noch hochlaufen da hinten. Hier sind auch noch mal Kristalle. Rebellion. Okay. Da ist noch eine Truhe. Ich glaube, wir müssen uns hier mal genauestens umschauen. Hier gibt es Mauerteile. Habe ich gerade gesehen. Bodenstück. Ein Bodenstück habe ich gerade schon gesehen. Alles klar. Ich muss mich hier umschauen, Leute. Es tut mir leid, aber das muss jetzt mal sein. Hier scheint es wohl mehr zu geben, als ich gedacht hätte. Hallo. So. Da drüben ist noch ein Pilz. Oh. Mein Gott, ist das schön hier. Halli hopp. So, erstmal alles aufsammeln. Wow, noch eine Truhe. Nice. Die Truhen können wir hier wohl finden. Bin ja mal gespannt. Upp. Upp. Ui. Will ich da hin? Ja, geh ruhig ins Wasser. So. Da sehe ich sogar Blutegel. Ja, Blutegel. Noch was? Ah, hier kann ich nicht raus. Okay, 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 okay. Ich glaube... Hier... Haben wir dann aber soweit es geht alles gefunden. Da kann ich auch nicht hoch. Hier noch irgendwo? Rebellion. Moment, sehe ich nichts. Nee, hier scheint nichts weiter zu sein. Okay. Vielleicht noch da drüben. Ich könnte noch einmal hier drüber schwimmen. Weit kann ich hier raus? Da geht's nicht weiter. Okay. Hier ist eine unsichtbare Wand. Die geht bestimmt bis dahin, wo wir eher... Genau, okay. Also ich kann hier nicht weiter. Ja. Okay. Ich denke mal, dann haben wir wahrscheinlich alle Truhen gefunden. Aber cool, dass es hier sowas auch zu finden gibt. Das ist ja nice. Ach, die Tiere sind so süß. Okay, meine Lieben, dann gehen wir wieder. Wir machen jetzt erstmal die Aufgabe von Professor Onai. Dafür denke ich mal, müssen wir wahrscheinlich in den Astronomieflügel. Unterrichtsraum Zauberkunst. Astronomieturm gehe ich mal. Gucken wir mal, das müsste der richtige Raum sein, glaube ich, für ihren Unterricht, oder? Ach nee, wartet mal, das war noch weiter irgendwo oben. War das hier hoch? Wo wir dann diese Leiter hochsteigen konnten? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Nee, wartet mal, hier geht's woanders hin. Ah, wo musste ich denn da hin? Moment, darüber. Aber der Weg leitet mich ja. Also der Dings leitet mich ja. Hier höre ich auch nichts mehr klingeln. Da hatte ich es auch vorhin erst mit Markus drüber. Dass das Klingeln bedeutet, dass irgendwo noch eine Seite ist. Ich höre hier was. Hier ist es weg.
da ist der Raum der Wünsche. Okay, wir müssen hier irgendwo wahrscheinlich noch eine Seite übersehen haben. Hm. Vielleicht hier unten? Okay, hier klingelt es auch nicht mehr. Naja, wir finden das schon. So, wir können ja jetzt auch einige Schlösser öffnen. Da müssen wir mal gucken. Also hier, das kriegen wir noch nicht. Doch, das können wir auch schon aufmachen. Okay. Hallo, Homura. So, jetzt wieder gucken. Stopp, in die Richtung. So. Schafft. Sehr schön. Wunderbar. Wir können auch dann in Hogsmeade mal rumlaufen und da gucken. Da gibt es ja auch noch einige Schlösser, die wir jetzt öffnen können. Hallo Mäuschen. Na? Ja, und diese Demigeist-Statuen, die müssen wir dann auch noch sammeln. Da müssen wir allerdings gucken, dass es Nacht ist. Also wenn wir mal irgendwo eine sehen, müssen wir halt dann kurz Nacht machen. So, da ist erstmal eine Truhe. Noch eine Truhe. Hier ist ein Brief. Liebe Frau Professor Schaar, vielen Dank für Ihren jüngsten Beitrag über himmlische Anomalien. Er könnte eine perfekte Ergänzung für den Atlas sein, den ich zu veröffentlichen gedenke. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung, wenn ich beschließe, Ihren Beitrag oder damit verbundene Forschungsergebnisse in die Publikation aufzunehmen. Mit besten Grüßen, MPN Carnaris oder so. Ich finde diese Briefe auch immer unheimlich interessant. Ja, die habe ich gerade schon gesehen. Alle Homura. Alle Homura. Ach, da war es gerade. Na? Oh, das aber. Oh, schwierig, wartet. Hallo? Na? Hä, bin ich doof? Da. Okay. Yay. Und noch was Neues. So, dann haben wir hier, glaube ich, auch alles entdeckt. Ja. Gut, gut, gut. Da hat jemand eine Quest für uns. Die können wir mal mitnehmen. Sophronia Franklin. Ja, sicher doch. Kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Kennst du vielleicht Hera Diana Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Aha. Klingt faszinierend. Interessant. Erstaunlich, dass ich noch nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert wie Hera Diana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerkerin, hm? Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Hera Dianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Okay. Klar. Was hat Hera Diana Byrne getan? Wie konnte Hera Diana Byrne denn mit Depulso berühmt werden? Einst rettete sie Waisenkinder vor einem wilden Grabhorn, das sie über Stonehenge verbannte, im Süden Englands. Einmal hat sie einen zudringlichen schwarzen Magier bis nach Durmstrang verbannt. Aus den Alpen. Das ist vielleicht übertrieben, aber viele andere Geschichten über sie sind es nicht. Okay. Und was ist mit ihr passiert? Was ist denn mit Hera Diana Byrne passiert? Später unterrichtete sie in Hogwarts, aber nur für kurze Zeit. Offenbar gerade lang genug, um eine geheime Halle zu bauen. Dann verschwand sie eines Tages einfach. Manche sagen, sie hätte sich selbst verbannt, aber niemand weiß es sicher. Alles klar, ich schau mal, was ich tun kann. Sag mir, wo ich hin muss. Ich sehe mal, was ich tun kann. Geh einfach zur Halle von Hera Diana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Hera Dianas Gewand befinden. Sehr gut. Hm? Ich sage Bescheid, wenn ich etwas finde. Okay.
Das können wir ja mal machen. Ja. Dianas berühmtes Ensemble. Vielleicht kopiere ich es. Ich sollte nach der geheimen Halle suchen, von der Sophronia erzählt hat. Klingt interessant. So. Hier gibt es noch eine Katze zum Streicheln. Also eine zweifarbige. Die ist auch sehr hübsch. Sieht ein bisschen verbrannt aus auf einer Seite. Oh. So, kann ich das hier schon aufmachen? Revelio. Warte mal, hier klingelt wieder was. Ob hier wieder eine Seite ist irgendwo. Aber vielleicht Bild... Ach, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht, ob das nur die Seiten sind oder doch nicht. Ach, hallo, Leute, Laura. Ich weiß es nicht. So. So. Okay. Okay. Und da ist es offen. Ist hier wieder so ein Ding oben auf dem Dings? Nein. So ein Ding auf dem Dings und Dingensdings. Hier. Ah ja, hier wird's lauter. Da. Da ist doch irgendwo noch eine Seite. Mögliche Spiele für das Klassenzimmer. Levitationsstunde. Ermutigen Sie die Schüler, Blöcke durch erhöhte Reifen oder ähnliches schweben zu lassen. Entwaffnen und ausweichen. Verbessern Sie Expelliarmus und Reflexe. Ziel auf Zack. Zurück zu den Grundlagen mit Wurfübungen auf Ziele, die verzaubert sind und sich schnell bewegen. Revelio. Nee, es klingelt immer noch. Es ist oben. Ich wette, das ist hier oben. Niffler. Ja, es wird immer lauter. Huch, was war das? Das ist ein Säckchen. Wie hell und grell. Eine schöne Truhe. Oh, royalblau. Hier. Nein, da brauchen wir erst Stufe 2. Und da ist auch die Seite. Ah, okay. Aber schöne Aussicht von hier oben. Gefällt mir. Na gut, können wir dann erst später holen. Aber dann habe ich wohl doch recht mit den Seiten. Gut, gut. Ich sehe mich da immer mehr bestätigt. Also, ich wollte jetzt aber erstmal die Harrow-Diana-Aufgabe dann doch machen. Dazu müssen wir hier runter. Noch weiter runter, ja. Okay, die eine muss noch sein. Es tut mir leid, Leute. Mein Gott. Heute ist es aber auch wieder schlimm. So. Meine Katzensucht ist befriedigt. Komm schon, Annabelle. Es ist so lange her. Können wir darüber reden? Was war das denn? Komm schon, Annabelle. Es ist so lange her. Da oben wäre noch irgendwas gewesen. Hä? Wartet mal. Ah, nee, ist unter uns. Ja, okay. Noch weiter runter. Da. Ah ja. So. Depulso. Sehr interessant. Das muss der Eingang zur Halle von Herodiana sein. Ja. Das ist sie. Die Halle von Herodiana. Dann finden wir mal diese Rätsel. Kein Mal schauen, ob Herodiana Byrne so gut war, wie Sophronia behauptet. So, wir müssen da hoch. Ob es da oben auch noch was gibt? Aha.
Da ist doch bestimmt eine Truhe, oder? Ja. Habe ich mir gedacht. Was kann ich damit machen? Das wird mir bei Revelio angezeigt. Nee. Auch nicht? Lumos. Nee. Ah. Ependo vielleicht? Ependo. Nee? Kann ich die Blöcke auch ziehen? Wahrscheinlich, oder? Ach hier. Oh. Hoppala. Da habe ich mich, glaube ich, gerade selber ins Aus geschossen. Wartet mal. So. So. Ja. Das wäre das. Sehe ich hier sonst noch was? Ich denke mal, weiter hoch kann ich hier wahrscheinlich nicht. Aber was ist denn mit diesem Licht da oben? Keine Ahnung. Okay. Das war nicht so schwer. Was kommt als nächstes? Na gut, das Rätsel scheinbar also gelöst zu haben. Ich weiß nicht, also mit der Lampe, was da an, ob da noch was ist. Revelio. Kann hier zumindest nichts anderes mehr hinter den Wänden auch entdecken. Was eventuell noch dadurch geöffnet werden könnte. Und ich kann ja auch damit nichts machen. Also gut, dann gehen wir mal weiter. Hier wieder genau gucken. Da oben ist bestimmt auch wieder eine Truhe, ja, habe ich mir gedacht. Pass mal auf, wir machen das mal so. Das war doof, glaube ich. Komm ich da oben dran? So. Das rutscht halt immer gleich so weit. Nee. Halt mal so. Nee. Mann. Ach, Manu. Ich will das doch in die andere Richtung haben. Aber dann laufe ich Gefahr, dass ich mich damit
so, dass ich mich damit selbst erschlage. So. Dann. Na? So. Mach mal von hier aus. So. Da geht's nicht weiter rein. Aber den Block hier. Den da rüber schiebe. Den hier reinziehe. Wartet mal. Kann ich nur den Block. Nee, die sind jetzt zusammen, ob ich will oder nicht, ne? Ich glaube, ich muss nochmal neu. Muss nochmal neu machen. Ja, nochmal von vorne. Hier weiß ich nämlich gerade nicht so richtig. Also. Ich muss gucken, dass der Block nicht mit den anderen zusammenkommt. So, tu den erstmal dahin. So. Okay. Ja. Nein! Oh, ich stand zu nah dran. Verdammt nochmal. Ach, das lief so gut. Das war der falsche. So. So. Mann, ich mach immer den falschen Knopf. Ich bin so dumm. Oh. Gleich kriege ich die Krise. Depulso. So. Accio. Depulso. Gar nicht so einfach. Ich drück immer auf Accio, wenn ich Depulso drücken will. So, jetzt aber bitte. Richtig. Nach vorne. So. Accio. Nein. Oh Mann! Warum geht das jetzt nicht? Ja. Wie mache ich das denn jetzt so? Ja. Okay, komme ich da hoch? Verdammt, ich brauche den anderen Block. Aber wie kriege ich den denn jetzt hier noch dran? Komm schon. Nee, das komme ich so nicht hoch. So, jetzt muss ich irgendwie diesen Block hier noch. Nein. Dann eben so. Wie kriege ich den denn jetzt da wieder raus? War das eventuell dumm, dass ich den da reingeschoben habe? Ja, ich glaube, den kriege ich da nicht mehr wieder raus. Scheiße.
Leute, das ist ganz schön schwer. Ich glaube, da müssen wir beim nächsten Mal weitermachen. Also, dann versuche ich das beim nächsten Mal nochmal. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Hogwarts Legacy. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.